Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht weiter mit der Anfängerserie. Heute ist das Thema ISO. Was ist der ISO-Wert? Wozu dient er? All das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Der ISO-Wert gibt die Sensorempfindlichkeit wieder. Je höher die ISO-Zahl wird, desto empfindlicher ist der Sensor und desto weniger Licht braucht die Kamera, welches physikalisch auf den Sensor durch die Blende und den Verschluss fällt. In diesem Video zum Beispiel steht der ISO-Wert gerade auf dem Standardwert von 100. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den Wert mal auf 400 erhöhe, dann siehst du, dass das Bild jetzt viel zu hell ist, weil der ISO-Wert erhöht wurde, aber die Blende und die Verschlusszeit dabei gleich geblieben ist. Du siehst also, wenn man den ISO-Wert erhöht, dann wird das Bild heller, wenn man ihn verringert, wird das Bild dunkler. Erinnerst du dich an die Blendenschritte aus dem letzten Video? Das kann man genauso gut mit den ISO-Werten machen. Wenn man den ISO-Wert zum Beispiel verdoppelt, also um eine ganze Blendenstufe erhöht, kann man die Verschlusszeit entweder halbieren oder die Blende um eine Blende weiter schließen. Und man würde dasselbe Ergebnis in der Belichtung bekommen. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Wir haben die Standardeinstellung von ISO 100, einer Blende 8 und einer Verschlusszeit von einer 200stel Sekunde. Wenn wir den ISO-Wert jetzt auf 200 erhöhen, dann können wir die Verschlusszeit zum Beispiel auf eine 400stel Sekunde verkürzen und würden dasselbe Ergebnis in der Belichtung bekommen. Das gleiche Ergebnis würden wir erreichen, wenn wir die Blende um eine ganze Blendestufe erhöhen, das heißt auf Blende 11 stellen. Trotzdem hat das Erhöhen des ISO-Wertes natürlich auch ein paar Nebeneffekte, wie zum Beispiel das sogenannte Bildrauschen. Du kannst deine Kamera mit einem Mikrofon sehr gut vergleichen. Wenn du das Mikrofon aufdrehst von der Lautstärke her, dann hörst du natürlich auch sehr viel mehr Hintergrundgeräusche. Und das zeige ich dir jetzt mal anhand eines Beispiels. Ich habe jetzt gerade mal das Mikrofon komplett aufgedreht und du wirst jetzt wahrscheinlich schon am Ton feststellen, dass du jetzt wesentlich mehr Hintergrundgeräusche hast. Das Ganze ist von der Qualität her bei weitem nicht mehr so gut. Und genauso verhält es sich auch mit dem ISO-Wert. Das Mikrofon müssen wir immer dann hochdrehen, wenn wir sehr leise Aufnahmen haben, um dann auch noch einen gewissen Ton überhaupt empfangen zu können. Und genauso ist es mit dem Sensor, mit der Sensorempfindlichkeit in der Kamera. Wenn du wenig Umgebungslicht hast, dann musst du die Sensorempfindlichkeit hochdrehen, damit digital das Bild heller gemacht werden kann. Hohe ISO-Werte verringern die Bildqualität, erzeugen mehr Rauschen und führen auch zu geringerem Dynamikumfang und zu geringer Farbechtheit im Foto. Deswegen solltest du immer ganz genau aufpassen, wie hoch du den ISO-Wert drehst und vielleicht das Ganze dann doch immer möglichst gering halten. Übrigens, Bildrauschen siehst du zuerst in den dunkelsten Bereichen deines Bildes. Achte da mal drauf. Generell kann man sagen, dass der geringste ISO-Wert die beste Bildqualität im Foto liefert. Der kleinste ISO-Wert der Kamera wird als Basiswert deklariert und ist bei jeder Kamera in der Anleitung auch mit angegeben. Viele Kameras haben ISO 100 als Standardwert, einige sehr moderne sogar ISO 50. Dieser Wert produziert für die jeweilige Kamera die beste Bildqualität und am wenigsten Bildrauschen. Denke aber daran, dass niedrige ISO-Werte immer viel Umgebungslicht benötigen, um eine Szene gut auszuleuchten. Und nicht jede Kamera hat dasselbe ISO-Profil. Das heißt, zum Beispiel bei ISO 1600 haben manche Kameras ein ganz anderes Bildrauschen als andere. Meine D800 zum Beispiel rauscht bei 1600 schon sehr viel mehr als meine D750. Jetzt, wo du weißt, was der ISO-Wert bewirkt, stellst du dir natürlich wieder die Frage, wann sollte ich welchen ISO-Wert verwenden? Ich hatte dir ja schon gesagt, dass du den ISO-Wert immer so gering wie möglich halten solltest. Das ist dann am besten möglich, wenn du sehr viel Umgebungslicht hast. Wenn du zum Beispiel draußen stehst, in der Sonne oder auch im Schatten, da hast du sehr viel Umgebungslicht und kannst dementsprechend den ISO-Wert sehr gering halten. Wenn du zum Beispiel Fotos drin aufnimmst, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Da ist wesentlich weniger Licht vorhanden, selbst bei Tag. Und deswegen solltest du da schon probieren, den ISO-Wert ein bisschen höher zu drehen, damit du ein optimales Ergebnis erzielen kannst. Denk auch immer daran, dass du zum Beispiel drin ein Stativ benutzen kannst, wenn du Objekte fotografierst, die sich nicht bewegen. Dadurch kannst du die Verschlusszeit erhöhen und den ISO-Wert dementsprechend niedrig lassen. Die höchsten ISO-Werte brauchst du bei der Nachtfotografie. Wenn du zum Beispiel Sterne fotografierst, kannst du die Verschlusszeit auch nicht ewig lang machen, da durch die Erdbewegung die Sterne verwischen würden und dementsprechend einen etwas komischen Effekt erzeugen würden. Daher ist es nicht unüblich, den ISO-Wert bis auf 6400 hochzudrehen. Dadurch bekommt man natürlich sehr viel Bildrauschen, aber das ist in der Sternenfotografie zu vernachlässigen. Also, versuche es mit deiner Kamera und stelle selber fest, bis zu welchem ISO-Wert du gehen kannst, ohne große Verluste in der Bildqualität zu bekommen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß, konntest was Neues lernen und jetzt weißt du auch hundertprozentig über den ISO-Wert Bescheid. Wenn du weitere Themenvorschläge hast für die Anfängerserie, dann poste sie gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass du viel Spaß beim Fotografieren hast und auch beim Bildbearbeiten. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.